Hallo zusammen, vor kurzem habe ich für mich etwas Neues in Perlenkunst entdeckt und das sind Armbänder, die man häkeln kann. Ich häkle erst seit kurzem, vielleicht erst 3, 4 Monaten und ich habe nichts anderes als Schuhchen für Babys gehäkelt und dann habe ich gedacht, ich muss das auch mit Perlen machen, irgendwie häkeln mit Perlen verbinden und das funktioniert wirklich, man kann solche Armbänder machen. So sehen sie dann aus. Viele von diesen Armbändern sind noch nicht fertig, weil ich sie gelassen habe, um zu zeigen, wie man aus so etwas, so ein Armband, ein fertiges Armband machen kann. Wie ihr seht, kann man solche Armbänder ganz unterschiedlich gestalten, mit verschiedenen Mustern, mit Kätzchen zum Beispiel oder ganz bekanntes Muster geht auch. Das ist etwas Weihnachtliches, schon Schneeflocken. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Ich muss noch sagen, dass alle Armbänder habe ich aus tschechischen Perlen gemacht, weil sie so gerade, weil sie alle gleich sind. Und wenn man Muster macht, dann ist es sehr wichtig, dass alle Perlen gerade sind. Wenn man nur einfarbiges Armband macht, dann ist es nicht so wichtig. Obwohl dieses Armband ist auch aus tschechischen Perlen, alle sind gleich groß, gleich breit, lang und so weiter. Aber dieses da ist aus ganz unterschiedlichen Perlen. Einige sind ganz schmal, wie diese Perle da zum Beispiel. Die anderen sind breit, aber nichtsdestotrotz sieht es ganz schön aus, finde ich. Das ist, weil die Perlen rot sind und der Faden auch in rot ist. Ich habe immer so einen dünnen Faden benutzt und ganz kleinen Haken. Ich glaube, der war 2 oder 1,5 sogar. Damit man das besser versteht, wie das überhaupt geht, vor allem für diejenigen, die das noch nie gemacht haben, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich nehme etwa dickeren Faden, das ist einfacher Strickfaden, und ich nehme große Perlen natürlich. Und wir fangen an. Zuerst muss ich natürlich die Perlen auf den Faden bringen. Und hier gibt es so einen Trick. Ich nehme eine Nadel und einen einfachen dünnen Faden. In diesen Faden führe ich dann meinen dicken Faden, den ich brauche. Oder wenn ich solche Armbänder mache, dann muss ich auch das gleiche machen. Zuerst dünnen Faden in die dünne Nadel, weil die Nadel für solche Perlen muss ganz dünn sein. Und es ist klar, dass diesen dicken Faden werde ich nie einfach so in die dünne Öse durchziehen. Dann sammle ich Perlen. Ich habe mir überlegt, ich mache dieses Armband aus 7 Perlen in einer Reihe und deshalb sammle ich 5-mal je 7 Perlen. So kompliziert, weil ich will, dass jede Reihe unterschiedlich ist, aus unterschiedlichen Farben, damit man besser versteht, was ich genau mache, in welcher Reihe und so weiter. Also, zuerst brauche ich eine einfache Masche. Ich muss auch sagen, ich häkle seit kurzem. Vorher habe ich nur gestrickt, vermutlich seit 8 Jahren. Und deshalb halte ich den Haken auch falsch. Aber für diejenigen, die richtig so häkeln und wissen, wie das genau geht, ist es vermutlich sehr komisch, wenn sie sehen, wie ich das mache. Aber so funktioniert auch, muss ich sagen. Zuerst mache ich eine Masche, damit ich einfach alles anfangen kann. Also die erste Masche. Und dann, da ich 7 Perlen, ups, hier habe ich nur 6, oder? Ja, ich muss noch eine sammeln. 1, 2, 3, 6. So, jetzt habe ich 7 Stück.
Jetzt können wir loslegen. So, die Ärzte. Ja, was noch wichtig ist, bei den richtigen Armbändern lasse ich etwa langen Faden für später, damit ich dann den Verschluss befestigen kann. Hier lasse ich nur ganz kurz, weil ich ihn nicht brauche. So, das ist der Anfang. Jetzt, da ich 7 Perlen in jeder Reihe habe, muss ich 7 Luftmaschen machen. Das ist die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und siebte. Jetzt, wenn man von dieser Seite schaut, dann sieht man quasi so einen geflochtenen Zopf. Und wenn, also ich erzähle, wie ich das gemacht habe, weil für mich war das auch neu und ich wollte immer genau wissen, wie viele Maschen habe ich jetzt, eine zu viel oder eine zu wenig oder stimmt die Anzahl. Und dann habe ich so gemacht, immer nachgezählt. Das ist die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Also alles stimmt. Dann muss ich aus diesem Zopf einen Kreis machen. Das heißt, diesen Teil mit dem Teil mit der ersten Masche verbinden. Ich steche in die erste Masche ein. So. Dann hole ich mir den Faden und ziehe ihn durch die erste und durch die zweite Masche. Wie gesagt, ich erzähle das so, wie das für mich einfacher war. Und da ich erst vor kurzem angefangen habe, weiß ich noch, welche Probleme und welche Schwierigkeiten ich hatte. Ich konnte zum Beispiel nie verstehen, wie viel Maschen habe ich schon. Dann habe ich immer nachgezählt. Und das geht ganz einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also das ist die siebte. Und hier fange ich an. Ich steche den Haken hier ein. Das ist die erste, die obere, der obere Teil von der ersten Masche. Das ist auch sehr wichtig, dass ich eben mit den oberen Teilen arbeite, nicht mit den unteren. Dann hole ich mir den Faden. Hier jetzt habe ich 2 Fäden und noch einmal ziehe ich den Faden durch diese 2. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Stäbchen, irgendwie so. Jetzt wieder 1 und 2. So. Diese Maschen müssen locker bleiben, weil dann ist es auch für mich einfacher, habe ich festgestellt. Und so mache ich mit jeder Masche der ersten Reihe. Das mache ich nur, damit ich das Ganze einfacher halten kann. Weil wenn man nur ganz dünnen Teil hat und dann kommen noch die Perlen, ist es nicht einfach, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ihr dann zum Beispiel nicht wisst, wo ihr seid, dann kann man wieder zurückzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist die siebte. Die letzte. Hier steche ich noch einmal ein. So. Und hole mir nochmal den Faden. Und jetzt mache ich Folgendes. Zuerst muss ich sagen, wie ich häkle. Wenn ich das aus dem Russischen ins Deutsche übersetzen würde, dann wäre das halbe Stäbchen. Aber wenn ich schaue, wie man, also ich meine die deutschen Quellen, wie man halbe Stäbchen macht, dann ist es etwas anderes. Deshalb weiß ich nicht, wie das genau auf Deutsch heißt. Aber man macht es folgenderweise. Wenn ihr wisst, wie das genau heißt, dann schreibt mir bitte in den Kommentaren, damit ich das endlich mal erfahre.
Wenn man so schaut, so, dann sieht man einen Zopf, oder? Und so, erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil und so weiter. Hier ein bisschen verdreht, aber die liegen auch gut. Man sieht sie. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das ist der siebte Teilchen vom Zopf. Jetzt arbeite ich nur mit diesen Teilen, die nach außen schauen. Also das sind die inneren und das sind die äußeren. Und genau mit diesen äußeren werde ich arbeiten. Alles ist sehr logisch. Die Perlen müssen von außen sein und alles, was keine Perle ist, muss drinnen sein. Der Faden bleibt drinnen. Also das ist der erste Teilchen hier. So, erster Faden, zweiter Faden. Der zweite schaut nach innen, den lasse ich. Durch den ersten muss ich den Haken führen. Dann führe ich die Perle zu diesem Punkt, zum Anfang, hole mir den Faden und führe ihn einmal, zweimal. Jetzt habe ich hier wieder eine Masche. Und ich suche mir den zweiten Teilchen und führe den Haken wieder. So, hole mir die zweite Perle wieder. Ganz am Anfang muss sie sein. Faden einmal, zweimal. Was noch wichtig ist, die Maschen darf ich nicht zu so festziehen. Die müssen locker sein. Und dann kommt der dritte Teil. Passiert genau das gleiche. Einmal, zweimal und so weiter. Man führt den Faden ganz einfach und wirklich, das muss locker sein. So, und das ist jetzt die letzte, die siebte. So, das war die erste Reihe. Ich habe hier sieben Perlen und sie alle schauen nach außen. So sieht's aus. Jetzt muss ich zweite Reihe machen. Ich mache keine extra Luftmaschen, gar nichts. Ich mache alles im Kreis. Dieses Armband wird im Kreis gehäkelt. Das heißt, jetzt, nachdem ich die letzte Perle, die siebte Perle, die letzte in der ersten Reihe gehäkelt habe, führe ich den Haken unter die erste Perle. So. Dann führe ich die Perle nach rechts und so sieht man, wo der Haken ist und wo die Perle. Dann führe ich die nächste Perle. Die zweite Reihe besteht aus hellblauen Perlen. So kann man die Reihen besser unterscheiden. Und schaue, dass diese Perle nicht unten liegt. So, sie will so liegen, weil der Faden so kommt. Das passiert immer in den ersten zwei, drei Reihen. Der Faden muss oben liegen und die Perle natürlich auch. So muss es sein. Dann führe ich den Faden wieder einmal und noch einmal. Wieder unten einstechen, die Perle auf die Seite schieben, schauen, dass der Faden oben ist und die Perle natürlich auch. So. Jetzt wieder einmal und noch einmal. Man könnte natürlich alles auf einmal durchziehen, das heißt die Perle auf die Seite, diese Perle oben und so eins und zwei. Aber dann muss man ein bisschen
drehen. Und wenn die Perlen groß sind und der Faden dick ist, dann geht es leichter. Aber wenn alles so dünn und klein ist, geht es nicht so einfach. So, und dann noch dreimal. Eins, zwei, unten einstechen, auf die Seite Perle führen, schauen, dass die nächste Perle oben bleibt. Eins, zwei, und das ist schon die letzte Perle der ersten Reihe. Eins, zwei. So, jetzt haben wir zwei Reihen gemacht. Genau gleich geht es weiter ohne Ausnahmen. Wieder unten einstechen, die Perle auf die Seite schieben. Die neue Perle muss immer oben sein. Das ist sehr wichtig, dass sie oben bleibt. Und dann führe ich den Faden einmal, zweimal und so weiter und so fort. Solange dieser Teil so kurz ist, kann man das nicht so gut halten. Aber wenn er schon ein bisschen länger ist, dann geht es ganz einfach. Man kann das Ganze so halten und weiter häkeln. Es gibt auch einige Programme. Ein Programm heißt GB Beads oder BG Beads. Ich weiß es nicht so genau. Ich wollte es. In diesem Programm kann man solche Muster selber erstellen oder Kätzchen oder alles Mögliche oder Schneeflocken, also wirklich alles Mögliche kann man dort machen. Aber dieses Programm unterstützt nur Microsoft und ich konnte leider nicht ausprobieren, wie das genau funktioniert. Aber wenn man im Google zum Beispiel eingibt, Schemen für Armbänder, dann findet man sicher sehr, sehr, sehr viele fertige Schemen. Und wie man damit arbeitet, kann entweder ich euch erzählen, wenn ihr wollt, dann schreibt in den Kommentaren. Und wenn nicht, dann müsst ihr selber rausfinden. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Das ist sogar sehr interessant, wenn man nicht einfach so mit einer Farbe oder mit zwei Farben arbeitet, sondern ein Muster selber macht. Das macht Spaß. Oder so wie ich die Kätzchen gemacht habe, das war auch sehr, sehr interessant. So, das war schon die vierte Reihe. So, und jetzt muss ich nur noch die fünfte Reihe machen. So sehen diese fünf Reihen aus. Wie man sieht, all die Perlen, also hier sieht man das ganz gut, verschieben sich nach links. So sieht's aus. Ja, man sieht das, wie sie sich verschieben so. Und was noch typisch ist, die Perlen, die ich schon verbunden habe mit anderen Reihen, liegen so. Ich meine, die Löcher sind senkrecht. So sieht man das ganz gut. Und die Perlen, die noch nicht verbunden sind, liegen anders. Die Löcher liegen waagerecht. Für mich war das auch sehr wichtig am Anfang. So konnte ich sehen, ah, mit dieser Perle habe ich noch nichts gemacht. Hier muss ich einstechen. Ah, diese Perle ist schon am richtigen Platz und so weiter. Das ist auch so ein Merkmal, ein Zeichen sozusagen, eine kleine Hilfe. Das ist mein erstes Armband, das ich gehäkelt habe. Und wie man sieht, hier sind solche
Plätze, die eine Perle fehlt zum Beispiel, oder diese Perle schaut so nach oben, sie ist höher als die anderen und so weiter und so fort. Das sind solche Fehler, die am Anfang typisch sind. Viele Fehler sind entstanden in dem Fall, wenn die Masche, also ne, sage ich jetzt mal, diese Masche war so locker. Dann, wenn ich weiter so drehen, drehen, drehe, geht diese Perle so nach unten, verdreht sich mit dieser Perle und dann, wenn ich da bin, stehe ich da und denke, welche Perle muss das sein, die da oder die da? Und da ich alles in Rot hatte, konnte ich natürlich nicht so schnell begreifen, welche Perle von welcher Reihe ist. Hier müssen die Schlingen alle gleich lang sein. Zu fest ist nicht gut und zu locker auch. Am Anfang waren meine Maschen auch sehr unterschiedlich, aber dann je weiter, desto gerader und desto besser war das Ganze. So kann man auch Armbänder häkeln. Das war auch etwas Neues für mich in Perlenkunst, wie ich das schon erwähnt habe. Und jetzt etwas auch sehr Wichtiges, zum Beispiel, wir haben sowas gemacht und wie kann ich aus dem Teil ein Armband machen? Das geht folgenderweise.